Hier ist Kandidatin 02. Hier ist Daniela Marx. Du bist eine gut aussehende, gestandene Frau und du hast mir diesen Song interessant, neu und spannend verkauft. Vielen Dank, mir hat's gut gefallen. Danke so. Nach außen hin natürlich zeigt man sich von seiner stärksten Seite. Muss man auch. Man will sich auf der Bühne ja auch gut präsentieren und will auch gut dastehen und gut umerkennen. Und den Hintergrund sehen halt viele Leute nicht. Daniela, ein ständiges Auf und Ab. Abseits der Bühne kämpft sie mit einer Krankheit, die zu extremen Gewichtsschwankungen, oft innerhalb einer Woche, führt. Einmal die Sexbombe und einmal die graue Maus. Man fühlt sich dann einfach nicht mehr wohl und man will irgendwie aus seiner Haut und kann aber nicht. Auch die Jury ist im Zwiespalt. Daniela, das war eine Katastrophe. Also nach dem Krampf letzte Woche muss ich dir echt ein Kompliment machen, dass du dich hier wieder hingestellt hast. Das hat er echt abgeliefert, hast dich gut errappelt. Und yes, you're back in the show. Ich glaube, aber heute fliegst du raus. Am Freitag ist natürlich der Tag, der am meisten Nerven natürlich auch kostet. Ich freue mich immer voll auf die Bühne, weil es einfach ein wunderbares Erlebnis ist. Aber man steht auch unter einem Wahnsinnsdruck. Es ist einfach für mich nervenaufreibend, weil ich denke, Hilfe, hoffentlich geht alles gut. In den 2 Minuten muss einfach alles perfekt laufen. Insofern fiebert man schon darauf hin und hofft einfach, dass alles passt. Und da ist natürlich Angst dabei. Startnummer 02, trainiert von Brix. Hier ist Daniela Marx. On a bridge across the Severn on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look of silence, and everything is understood. Susie grabs a man and puts a grip on his hand. It's the rain, puts a tear in his eye. She says, don't let go. Never give up, it's such a wonderful life. Don't let go. Never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the leather seat. And Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knees. So she throws him at the wall and kisses burn like fire. And suddenly he starts to believe. He takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go. Never give up, it's such a wonderful life. Don't let go. Never give up, it's such a wonderful life. Don't let go. Never give up, it's such a wonderful life. Don't let go. Never give up, it's such a wonderful im Film gesehen haben, Gewichtsschwankungen hin oder her. Du siehst traumhaft aus und deine Performance war wirklich atemberaubend, einfach unfassbar. Das hast du wunderbar gemacht. Wie sieht denn das die Jury? Ja, Riesenglück. Also ich muss dir sagen, du hast es wirklich
ein riesen Schwein, dass der Brix diesen Song für dich ausgesucht hat, weil es ist einer der stärksten und, wie ich finde, besten Songs, die es momentan in den Charts gibt. Diese Chance hast du super genützt und du hast ihn hundertprozentig zu deinem Song gemacht. Dankeschön. Danke. Ja. Daniela, du bist eine Kämpferin. Du stellst dich dahin, du gehst durch das durch und das hört man und das genießt man. Du singst heute hervorragend und tadellos. Sehr gut. Hat mich berührt. Danke. Also, ich weiß, dass ich eine CD von dir jetzt, ein ganzes Album von dir mir nicht holen würde. Würde mich nicht. Also dafür ist deine Stimme nicht Kraft genug. Ja, wartet mal, ganz kurz. Aber das, was du heute hier gemacht hast, ja, war wirklich krass. Also da hast du jetzt in mir 3 Minuten meines Lebens versüßt, auf jeden Fall mit der Performance. Das war sehr schön. Heute wird's nicht so, naja. Was ist denn los? Letztes Mal habe ich gedacht, du fliegst raus. Ich finde auch beide Figuren wirklich schön. Wirklich, ich finde auch das jetzt gerade sexy, wenn ich es mal so sagen darf. Auch ohne Ausschnitt, gell? Danke. Ja, auch ohne Ausschnitt. Sag ich ja, sie ist immer sexy. Heute war die Jury ganz besonders nett zu dir. Hast du dich vor ihrem Urteil gefürchtet? Weil das war schon mal anders. Ob ich mich vor seinem Urteil gefürchtet habe? Na, vor der ganzen Jury hier, vor allen dreien. Man erwartet es mit Spannung. Und sie hatte Glück mit dem traurigen Film, den ihr vorher gezeigt habt. Da habe ich jetzt auch immer so Mitleid gekriegt. Hast ein Taschentuch. Hat aber gewirkt, oder? Sieh du mit Gänsehaut. Aber das war ja nur, weil du gut singst. Ja? Das hat jetzt mit dem Filmchen nichts zu tun.